So, der letzte Part und ich sehe, hier unten kommen wir sehr gut voran. Hier unten sind auch keine gegnerischen Truppen, weil sie sich jetzt alle hier versammelt haben. Das heißt, so fällt man den Feind gezielt in den Rücken. Das gefällt mir. Ja, ich hoffe nur, dass Sevastopol jetzt auch gehalten werden kann. Dass der Russe auf die Idee kommt, hier irgendwie einen Kessel zu schlagen und sind dann hier vom Nachschub abgetrennt. Deswegen, die stehen ganz gefährlich da. Ganz gefährlich stehen sie da. Die müssen zurückgedrängt werden. Aber wir sind ja auch kurz vor Charkow, also. Und das ist direkt auf Moskau, also. Ich glaube, da wird sich nicht mehr viel ändern jetzt hier im Krieg mit Russland. Natürlich ist immer die Gefahr, dass es noch eine Wende gibt. Durch irgendwelche Ereignisse, was weiß ich, dass der Brite hier auf einmal eine Invasion auf Deutschland startet und die Deutschen sich alle hier von der Front zurückziehen oder zumindest ein großer Teil und der Rest dann natürlich die Front nicht mehr halten kann und hier alles einbricht, wäre eine Gefahr. Aber so wie es jetzt aussieht, glaube ich, früher oder später kapitulieren die Russen. Das wird der Deutsche dann auch akzeptieren und dann ist hier erstmal Ruhe. Ist hier Schicht im Schacht ist hier dann. Da bin ich dann auch ganz froh drüber. Es geht mir jetzt auch hier nicht um die Eroberung, sondern es geht mir darum, dass der Russe dann erstmal die Schnauze hält. Vor allen Dingen ist es auch ganz gut, wenn der Deutsche dann die ganzen Gebiete hier hat, weil dann muss der Russe erstmal an die deutschen Gebiete vorbei, bevor er mich angreifen kann. So, anstatt diese eroberten Gebiete direkt zu regieren, können wir lokale Sympathisanten in unserem Namen mit dieser Aufgabe betrauen. Durch Schaffung eines Puffers zwischen uns und der Bevölkerung bringen wir das Risiko, dass sich Widerstand bewegen können. Darüber hinaus wird... Na, dadurch, ich sollte meine Hand nicht bewegen. Wird die Kollaborationsregierung gleichgesinnten Bürgern nahelegen, unsere Sache beizutreten. Andererseits ist sie sich aber auch der fehlenden Legitimität ihrer Herrschaft bewusst und wird daher nichts unternehmen, was ihren Rückhalt in der Bevölkerung gefährden könnte. Dies macht es uns schwer, das Gebiet wirtschaftlich auszubeuten. Hm. Wir sprechen jetzt von dem Gebiet da. Oder wie? Ach, keine Ahnung. Ganz oben hat sich einer verirrt. Aber hier ist wirklich kein Schwein. Na, nicht mehr lange und wir haben auch Charkow genommen. Ein Glück. Sind erstmal meine Ziele erreicht. Ja, und dann noch Moskau. Und dann hoffen, dass der Russe sich auch schon bald möglichst ergibt. Weil so wie es jetzt aussieht, macht es ja keinen Sinn. Hier hinten hat er riesige Gebietverluste. Hier vorne hat er riesige Gebietverluste. Okay, hier gewinnt er ein bisschen was dazu. Und auch in Asien hier unten so ein bisschen munkelunkel. Aber sonst hat er ja nur Verluste und das bringt es ja nicht. Aber hier in Westafrika scheint es einfach nur ruhig zu sein. Keiner startet einen Angriff. Weder die Achsen noch die Alliierten. Naja, wenn es so ist, dann... Oh, 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 was sehe ich denn da? Was sehe ich denn da? Der Norweger macht hier ganz schön Druck. Die Dänen sollten mal was unternehmen.
Ja, und hier kommen die einfach nicht voran. Warum auch immer. Konzentrieren Sie sich jetzt hier vollkommen auf den Süden, oder wie? Oh, der erste Widerstand. Na, weg da. Der erste Widerstand. Was haben wir denn hier? Panzer, Panzer. Kommen jetzt aber ein paar deutsche Panzer und dann ist aber da mal ein bisschen Rambazamba. Kommt noch mal ein bisschen Verstärkung von mir. Erst die Widerstand. Oha. Aber das nervt mich, dass die hier so ein kleines Gebiet haben. Was wollen die denn damit? Könnte es auch mir geben. Na, wir rücken hier immer Stückchen für Stückchen hoch. Und so wie es aussieht, haben die Türken sich erfolgreich verteidigen können. Die ganzen Gebiete, die hier, Entschuldigung, besetzt waren, oh, Entschuldigung, sind alle wieder frei. Was machen die denn? Standen die jetzt hier eine Offensive auch? Wahrscheinlich. Wie die Truppen hier angesammelt haben. Oder die wollen erstmal einfach nur halten. Ey. Kack Schweden. Jetzt drehen die durch, oder was? So viel zum Thema, besteht das Risiko. Natürlich wird der Deutsche jetzt versuchen, das aufzuhalten und ich hoffe, dass auch nur die paar Truppen, die er hier hinten hat, und wird sich nicht denken, oh, dann hole ich mal noch ein paar von der Front weg. Weil die deutschen Truppen davon brauchen wir, weil das sind die die modernsten, wollte ich sagen. Warum kommen wir auf einmal mit hoch? Das sind die modernsten Truppen von allen, die hier an der Front sind. Weil meine Truppen sind nicht modern, die der Jugoslawen werden auch nicht so modern sein. Die Deutschen haben einfach damals sowieso schon die modernsten Truppen gehabt. Und ich denke mal auch, dass die am Anfang des Spiels hier schon, wenn das so ist wie bei Arson of Democracy, schon eine recht gute Infanterie hatten. Und die brauchen wir hier an der Front. Das andere, das was wir nur dazu beitragen und die Italiener und die Jugoslawen und Ungarn und hast nicht gesehen, das ist warum schon jedes Mal das erste Mal. Nee, das ist ja mal. Schnaps halt. Das, was wir anderen hier haben, wir Rumänen und hast nicht gesehen, das ist dann einfach alles nur Masse, um noch ein bisschen, ja, um noch ein bisschen so diesen Wellendruck aufzuüben. Aber die Feinarbeit, das machen die Deutschen alles. Durch ihre gut ausgebildete und gut organisierte Armee. Ja, wir sind sozusagen das Kanonenfutter. Massestadtklasse. Wobei wir nicht wirklich viele Truppen haben. Das ist eigentlich auch nur, weil sich alles hier zusammen vermischt hat und ja, da kann der Russe auch nichts tun. Also das sind sieben Nationen hier. Was soll der Russe da tun? Was ist Schwede denn da? Wie soll ich da mal verpissen? Die Deutschen sollen mal hier ein bisschen mithelfen bei den Dänen. Mal ein bisschen da besseren Angriff machen. So, da sind auch wieder ein paar Russen eingekesselt jetzt. Ich muss mal kurz mein Auge jucken. So. Na, 10 Minuten haben wir ja noch. Hier kommen wir trotz des Widerstandes gut voran. Wundert mich. Da sieht man auch schon wieder die Inkompetenz der Russen. So, wo stellen wir dich mal hin?
Was macht er denn? Ihr seid nicht, ich kann den... Oh, wieso geht das denn nicht? Ey, das ist komisch, das Spiel. Echt komisch. Naja. Ich wollte gerade sagen, wie heißt die Stadt hier? Da steht irgendwas von Dösring oder so. Aber naja, Hauptsache, die Stadt hier bleibt frei. Bremen! Und Bremerhaven. Was ist denn da für ein Klotz? Das ist so in sich hineingekantet. Ja, Luxemburg kann sich ja wohl immer ergeben, also... Das ist aber frech, Exilregierung, also... Luxemburg, hätte ich gleich aufs Maul gehauen. Nicht so aggressiv, nicht so aggressiv. Ich bin aggressiv! Nein, nicht so aggressiv. Warum kriege ich eigentlich immer eine SMS? Kann mir das mal jemand sagen? Ich will jetzt einfach frech sein und nebenbei gucken, wer mir geschrieben hat. Läuft der Timer denn noch weiter? Ja, läuft immer noch. Sehr schön. Immer diese Mädels, die ganze Zeit nur am Schreien. Nein, ja? Ha, wie geht's? Ja, gut und selbst? Ha, auch gut. Was machst du? Ich nehme gerade ein Let's Play auf. Was? Ich nehme ein Let's Play auf. Was das? Dann nehme ich ein Spiel auf und kommentiere dabei. Ihh, hast du keine Hobbys oder was? Doch, das ist mein Hobby. Du bist so ein Gauner, ich schwöre, man ist so. Ja, Leute, so geht das ab. Heutzutage. Man wird gar nicht mehr als Let's Player anerkannt. Hi, ich bin Let's Player. Raus aus dem Laden. Du darfst dir nichts kaufen. Bei der Polizei. So, sie dürfen dann gehen. Ja? Ja. Was machen sie eigentlich so hobbymäßig? Ich bin Let's Player. Okay, ab in den Knast hier, komm, rein in die Zelle, vor Gericht. So, hiermit erkläre ich Ezio für unschuldig. Yeah, endlich kann ich wieder Let's Plays drehen. Was? Was machst du? Ich drehe Let's Plays. Ezio für schuldig erklärt. Nein. Wie auch so in meinem Freundeskreis. Viele finden das cool. So, was, du bist Let's Player? Oh, cool, was, auf YouTube? Wow, voll berühmt und so. Ja, total berühmt. Und andere sagen, hä? Wie Let's Player? Was soll das sein? Und vor allen Dingen, wer guckt sich so einen Scheiß an? Da habe ich mir mal so für mich überlegt, wer guckt sich eigentlich so einen Scheiß an? Und da habe ich gedacht, Let's Play, macht das überhaupt Sinn? Und da habe ich mir überlegt, das ist eigentlich genau dasselbe wie bei einem Fußballspiel. Gibt es auch genug Leute, die sich das angucken. Da läuft ein Spiel und jemand kommentiert das. Und das ist dasselbe wie bei einem Let's Play. Weil nicht jeder mag Fußball, aber ganz viele mögen Computerspiele. Zwar mag nicht jeder jedes Computerspiel, aber viele mögen zum Beispiel Strategiespiele und gucken sich dann Let's Plays von Strategiespielen an. Andere mögen Adventure- und Arcade-Spiele und gucken sich dann Adventure- und Arcade-Spiele an. Wiederum andere mögen Horrorspiele und gucken sich dann Let's Plays von Horrorspielen an. Dann habe ich mal so versucht zu erklären, den Leuten zu erklären, die da nicht so von überzeugt waren, warum das denn so toll ist. Na klar, kamen dann die ersten Argumente, ja, warum soll ich mir denn sowas angucken? Das ist ja doof, da will ich lieber selbst spielen. Und ich sagte, ja klar, kann man das auch selbst spielen. Das ist ja auch der Reiz, das selber zu spielen. Aber bei einem Let's Play, erstens, ist das Ganze, kann man erstens, wenn man sich nicht sicher ist, ob man ein Spiel sich holen will, dient das Let's Play schon mal dazu, schon mal so einen Voreindruck zu bekommen,
lohnt sich das, das Spiel zu holen. Zweitens, es wird ja die ganze Zeit gelabert im Let's Play, es wird ja kommentiert. Das wiederum führt dazu, dass nochmal ein neueres Feeling aufkommt. Hängt natürlich davon ab, wie man kommentiert, also es wäre irgendwie jetzt nicht so spannend, bei einem Horrorspiel jetzt die ganze Zeit so Witze zu reißen, so, oh, guck mal, da ist ein Zombie. Kennt ihr schon den neuesten Zombie-Witz? Das wäre dann ein bisschen komisch, aber wenn man sich da so ein bisschen so reinsteigert, auch, na gut, ich laber jetzt hier relativ wenig vom Spiel, weil was soll ich auch jetzt zum Spiel labern? Und so ehrlich gesagt, so jetzt über Geschichte hier die ganze Zeit zu labern, habe ich jetzt auch keinen Bock. Ich bin ja schließlich kein Geschichtsprofessor. Und es macht eigentlich keinen Sinn, jetzt sinnlos irgendwelche Geschichtsereignisse, irgendwelche historischen Sachen hier reinzulabern. Von da, das kann man irgendwie, finde ich, besser in der Diskussionsrunde machen. Und ja, und da habe ich dann gesagt, ja, das macht dieser Reiz aus, dass das kommentiert wird. Und wenn man dann sogar noch, ja, ich weiß nicht, das ist so, es macht diesen bestimmten Reiz aus. Beim Fußball, stellt euch mal vor, für diejenigen, die von euch Fußball gucken, ihr guckt euch das Fußballspiel an und da ist kein Kommentator. Vielleicht denkt ihr jetzt in erster Linie, wäre in manchen Fällen ganz okay, weil viele Kommentatoren einfach nur Scheiße labern. Aber jetzt stellt euch mal vor, es fällt ein Tor. So, dann seht ihr einfach nur, wie der Ball ins Tor geschossen wird und fertig. Mit dem Kommentator seht ihr, wie der Ball ins Tor geschossen wird und der Kommentator dabei mit abgeht. Das heißt, der steigert nochmal das Feeling mit, der animiert dazu, mitzufeiern. Und so ist das bei einem Let's Play auch. Man animiert dazu, selber mit im Spiel sozusagen dabei zu sein. Man guckt sich das ja nicht einfach nur an, sondern man ist in den meisten Spielen ja selber sogar dabei, mit dabei und denkt sich auch seinen Teil und überlegt vielleicht noch und kommentiert dann und schreibt dann, oh, mir ist das und das aufgefallen und da könntest du das und das verbessern. Und das macht diesen Reiz von Let's Play, vom Let's Playen aus. Genau aus diesem Grund habe ich mir auch gedacht, möchte ich selber Let's Player werden, Let's Plays machen, weil Leute unterhalten kann ich gut. Und ja. Naja, okay, meine spielerischen Künste. Jetzt bezogen auf die Heu-Serie sind mangelhaft, aber es macht ja hoffentlich trotzdem Spaß, dazu zu gucken. Und ja. Ich bin auch ganz froh, dass ich in diese Let's Play-Szene reingekommen bin. Und ich glaube, das wird auch nochmal was ganz Großes. Also auf YouTube sind ja schon viele, 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 viele Let's Player. Auch, also da ist auch viel, ich muss wirklich sagen, da ist sehr viel Schrott bei. Also ich habe schon Let's Player gesehen, die haben noch nicht mal ein Aufnahmeprogramm, die ständig einfach eine Handykamera oder eine Webcam vom Monitor und filmen das dann. Oder andere, die spielen einfach das Spiel und kommentieren das nicht. Und dann ist dann Let's Play, wo ich dann denke, hä? Das macht er, das spricht er dann wieder fit gegen den Charakter eines Let's Plays. Aber da sind auch viele, viele, sehr, sehr viele gute Let's Player dabei und das ist auch gut so. Und ich hoffe, dass in der Zukunft, dass das alles noch ein bisschen größer wird und dass das auch vielleicht noch ein bisschen mehr populärer wird, dass sich noch mehr Leute dafür interessieren und ja. Es wäre ja nicht nur von meinem eigenen Interesse, das wäre ja auch von dem Interesse anderer Let's Player und von dem Interesse des Publikums. Und ja, wollen wir mal gucken, was uns in naher Zukunft noch so erwartet. In naher Zukunft erwartet uns, dass wir vor Scharkauf stehen. Siehst du durch das, seht ihr? Wieso sage ich siehste? Ihr seid ja mehrere. Ihr da draußen, in den weiten Fernen der Prärie. Die ihr dieses Video anguckt. Durch das ganze Gelaber habe ich jetzt gar nicht mitbekommen, dass wir vor Scharkauf stehen. Kann ich ja gleich von dem anderen HQ die Pläne umändern und nach Moskau marschieren lassen. So, die Dänen haben auch hier ihre größten, also den größten Teil ihrer Gebiete zurückbekommen. Und die Russen wurden hier zersplittert. Na gut, die werden da unten aufgerieben. Oh ja, die sieht's. Oh, nee. Oh, von hier unten. Südafrikaner. Ja gut, dann war's das erstmal für heute. Mal einmal kurz gucken, wie es hier überall aussieht. Dann gehen wir rüber da. Oh gut. So. Ja gut, dann war's das erstmal für heute. Dann haben wir ja doch eine Menge geschafft.
So, beim nächsten Mal wird dann Charkow besetzt. Und dann marschieren wir mal gegen Moskau. Und wollen mal gucken, was uns dann noch weiterhin erwartet. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ihr schaut es ja wahrscheinlich auch, also auch fürs Zuschauen. Sage bis zum nächsten Mal, freue mich auf euch. Bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss.